Mein Name ist Esin José Komfro, ich bin 25 Jahre alt und ich wohne in Halberstadt. Ich bin bei der Hans-Seidel-Stiftung und ich studiere öffentliche Verwaltung. Demokratische Staaten ist es so, dass wie man auch in die Zukunft also hinausschauen kann. Weil also das Wort gestalten ist es so, was gibt als Lücke oder was wir nochmal verbessern können. Und wir wissen auch gerade, dass wir auch in Deutschland auch in der Demokratie sind. Also es gibt immer also ab und zu eine Veränderung. Ja, zum Beispiel, Sie wissen auch alle, dass in der Globalisierung auch eben also viele Migranten hier in Europa kommen. Und es gibt auch schon diese soziale Gleichheit. Ja, und wenn man auch von Demokratie redet, ist es so, dass man darf niemanden abgrenzen, man darf niemanden also ausschließen. Und jeder ist auch eben willkommen. Deswegen also gehe ich auch davon aus, dass wir auch eben in einer demokratischen Wandel sind.